was bisher so passiert ist. Sir Geoffrey hat eine Liste aller, die seinem Ideal entsprechen. Er legt sie schon im ersten Jahr an und revidiert sie bei Verletzungen oder körperlichen Veränderungen. Oh, das reicht, das reicht. Das geht schon. Meine Lehrer haben das dauernd mit mir gemacht. Ich habe eine der größten Persönlichkeiten unserer Kompanie zurückgewonnen. Ich habe es verursacht. Ich denke immer, wann hört das endlich auf? Ich möchte so gern von dir befreit sein. Gegen Ende des Jahres spitzt sich alles zu. Ich glaube, jeder spürt das. Und Veränderungen lauern an allen Ecken. Ich finde, wir sollten zusammen sein. Ja, das habe ich auch verstanden, aber wieso? Du hast mal gesagt, dass ich mir überlegen soll, was ich auf lange Sicht will. Jetzt weiß ich es. Es gibt zwei Dinge. Ich möchte unbedingt in die Kompanie kommen. Und ich will mit dir zusammen sein. Christian, Tara, das müsst ihr euch ansehen. Ankündigung einer ihrer wahren Koryphäen. Überleg es dir. Nach 16 Jahren als künstlerischer Leiter des National Ballet und einem langen Leben am Theater ist für mich der Tag gekommen, um in Würde zurückzutreten. Wow. Neues Spiel, neues Glück. Ich weiß mein Vermächtnis in guten Händen bei der neuen künstlerischen Leiterin meiner langjährigen Mitarbeiterin Rebecca Braithwaite. In diesem frühen Stadium hat sich die neue künstlerische Leiterin noch nicht über ihre zukünftige Konzeption geäußert. Jetzt wird es interessant. Manche Kritiker halten sie für zu jung und unerfahren für diese Berufung. In jedem Fall erwartet man einen starken Impuls der Erneuerung und eine Abkehr vom traditionellen Ballett. Eins steht fest. Die Ballettkompanie steht vor einer turbulenten neuen Ära. Ich hab sie! Ich bin's, Vanilla! Olli, Macbeth. Ben und Christian, ihr tanzt beide den Prinzen. Tara, du tanzt den Feuervogel. Ich vereinbare für dich einen Termin bei Dr. Wicks. Und Abigail? Verzeihung, wie können Sie unsere endgültigen Vortanzsoli verteilen, wenn wir gar nicht wissen, worauf Rebecca Wert legt? Du trägst nur ständig Wärmecreme auf und hoffst, dass sich wie durch ein Wunder alles bessert. Sie muss sich wirklich schonen. Keine Arabesken, kein Allegro. Aber in 3 Wochen ist das Vortanzen und es sind nur die Muskeln. Ich werde mir nicht schaden. Wie schön, dass ihr auch alle Medizin studiert. Solltest du auch nur etwas vernünftiger geworden sein seit dem letzten Jahr, dann höre jetzt auf Dr. Wicks. Oh, schon wieder. 1, 2, 3. Frag sie doch, ob Sir Geoffreys Liste Vergangenheit ist. Ich dachte, du wärst jetzt dringend an Kontakten interessiert. Ich hatte da eine sehr interessante. Es ist noch nie einer in die Kompanie aufgenommen worden mit einem Macbeth-Solo. Da liegt ein Fluch drauf. Welch ein Glück, dass ich noch eine andere Option habe. Gratuliere zum Feuervogel. Ist doch ein Favorit von dir. Du weißt doch, ich habe keinen Grund, dem wiedergeborenen Christian zu trauen. Gut gesagt. Du lässt so einen Satz raus, der alles Vergangene löschen soll und sagst, hey, denk mal drüber nach. Was soll ich denn davon halten? Du hast recht. Denk eher an dein Vortanzen. Und ich beweise dir, dass ich mich ändern kann. Sehr erfreulich, Mr. Reed. Komm mal nachher zu mir. Eine gute Übung, dritter Jahrgang. Euer Brandschutzwart gratuliert. Im Vergleich zu Sir Geoffrey, wie sind Ihre ästhetischen Vorstellungen? Mehr modern ausgerichtet, oder? Meine Vorstellungen sind einfach. Ich will die besten Tänzer der Welt. Egal, wo sie herkommen. Entschuldige mich. Lulu, in einigen Situationen ist Schnelligkeit wichtiger als die Form. Six, seven, eight, one. Take, we gonna fly.
ihr tollen Bergabtänzer, ich grüße euch und danke, dass ihr mich nicht blamiert habt. Also, wir melden uns heute Abend wegen der Rückrufe und sorgt dafür, dass eure Handys nicht in den Kaffee fallen. Hi. Ich wollte dir nur sagen, ich bin ein Riesenfan. Oh, danke. Mika ist super. Es ist keine Kunst, gut auszusehen in ihrer Choreo. Ich weiß, ich bin auch sehr aufgeregt. Sie macht auch meine Tour. Aber eigentlich meine ich deine Musik. Meine Pilates-Playlist ist voll von den Titeln. Ich habe Jess den Link zu deiner Website gemailt. Zur Inspiration. Das ist ja irre. Ich meine, du bist Jessica Mauboy. Aber ich glaube, das weißt du selbst. Und heißt das, ich werde nochmal herbestellt? Als Backup-Tänzer? Da ist doch eher mehr drin. Mit dem Ende des Jahres läuft doch dein Stipendium aus. Hast du schon daran gedacht, wovon du leben willst? Aber sicher. Ich möchte einen Vertrag kriegen bei der National Ballet Company. Schon davon gehört? Das hoffe ich für dich. Aber falls sich das nicht verwirklicht, das Vortanzen an anderen Orten ist sehr teuer, besonders wenn man dafür ins Ausland muss. Ja, sicher. Das weiß ich. Ich habe Förderungen gefunden, die für dich in Frage kommen. Die werde ich nicht brauchen. Ich suche mir einen Job. Ich hätte ohnehin schon arbeiten und was sparen sollen. Keiner hat vor, dich auf die Straße zu setzen. Das ist sehr nett, aber sie haben schon genug getan. Zwei. Glissade, Cabriol, Kraftsammeln, Explosion und... Du bist hinter der Musik, komm jetzt. Christian, mach weiter. Benjamin, ich habe einen Plan. Komm mal mit. Wie viele von meinen einzigartigen Privatstunden wollen wir einplanen? Ich finde, ich schlag mich diesmal allein durch. Weißt du, dass du und Ben beide den Prinzen tanzt, das war mein Vorschlag. Es passt auf unterschiedliche Art. Ich kann dir helfen, etwas Eigenes zu entdecken. Ich bin mit dem Solo zufrieden. Wie Sie schon sagten, Sie können mir ja nicht dauernd die Hand halten. Ich krieg das hin. Schau dir Saskia an. Warum? Ach, an dem Abend bricht sie sich den Knöchel. Wenn ich nicht proben darf, wie kann ich an das heranreichen? Die Hauptrolle in der Abschlussaufführung? Der das ist ja toll. Der Coup des Jahrhunderts. Okay, Kinder, erzählt jetzt mal gleich, was ihr vorhabt. Also, Schulabgänger im ganzen Land lassen sich jede Menge Blödsinn zu ihrem Abschluss einfallen. Aber der dritte Jahrgang muss auf solche Streiche verzichten. Sonst droht der Ausschluss vom Vortanzen. Du allerdings bist im zweiten Jahr. Und damit von solchen Strafen nicht betroffen. Du bist der perfekte Scherzkeks. Und über solche Dinge macht ihr euch Gedanken? Ihr denkt nicht an die neue künstlerische Leiterin? Es ist ein wichtiges Ritual. Auch wenn das Risiko hoch ist, der Spaß darf doch nicht leiden. Benjamin, tut mir leid, aber dann könnte die Rain ausrasten. Das heißt also ja. Oliver, das ist ein eindeutiges Nein. Wes und ich haben recherchiert. Wusstest du, dass Rebecca promoviert hat in Kinesiologie? Sie ist ein echter Tanzdoktor. Wes! Kannst du ihr bitte sagen, dass sie eine Stunde als Backup-Sängerin bei meinem Vorsingen mitmacht? Ein Song. Sowas lenkt doch nur ab. Du wirfst doch nicht deine Chance bei der Kompanie weg und wirst dann Vorprogramm für einen Popstar. Flehe sie an, Olli. Geh auf die Knie. Du bist ein großartiger Performer. Durch dich wirke ich besser, als ich bin. Hilfst du mir auch, das Rätsel um Rebecca zu knacken? Danke dir. Was willst du? Sie haben zu tun. Nein, ich bin arbeitslos. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich habe ein Gerücht gehört, aber ich dachte also, nicht... Also, die offizielle Erklärung ist, dass ich nicht gut in die neue Kompanie passe. Aber eigentlich konnte Rebecca es kaum erwarten, Sir Jeffreys Lieblinge loszuwerden. Das tut mir sehr leid. Ich bin ein Zugpferd. Der Vorstand weiß das. Ich werde dagegen angehen. Und was möchtest du? Ich habe den Feuervogel bekommen für mein Kompanie-Vortanzen. Und sie tanzen ihn besser als jeder andere.
und wissen, wie man umgeht mit einer Verletzung. Ich wollte Sie einfach fragen, ob... Vielleicht helfen Sie mir beim... Schummeln? Ich dachte daran, vielleicht die Capriole derrière zu ändern in was Rückenfreundlicheres, wie ein Saut de Basque. Und wenn du auch die Linie bei den Relevés verlängerst, dann merkt keiner, dass die Arabesque etwas tiefer ist. Hast du mal daran gedacht, etwas weniger Anspruchsvolles zu tanzen? Ich tanze seit 3 Jahren ungefähr 60 Stunden die Woche. Ich will anspruchsvoll sein und dramatisch. Aber wie sieht es auf lange Sicht aus? Du kämpfst gegen die Schmerzgrenze, Tag für Tag und Jahr für Jahr. Glaube mir, das ist nicht zu empfehlen. Wenn Sie mir nicht helfen wollen, dann... Also, in meinem Jahrgang hat damals eine die Persephone vorgetanzt. Ich kenne die Persephone. Die habe ich schon getanzt, bevor ich zur Akademie kam. Die ist zu einfach. Technisch ja, aber künstlerisch stehen dir bei der Rolle alle Möglichkeiten offen. Aber wenn du auf dem Feuervogel bestehst, kann ich dir nicht helfen und werde dir nicht helfen. Ein Werbegag, um aus ihrem Film Kapital zu schlagen, der schon im Internet läuft. Miss Rain, Lulu soll meine beste Freundin tanzen. Sagen Sie ihr bitte, dass sie das auch tut? Katrina, die Piquets, du wackelst. Oh, guter Schmerz, guter Schmerz. Also, zum Schulstreich. Erinnert ihr euch noch an den Krieg gegen meine verehrten Kommilitoninnen? Ja, sicher. Vermutlich habt ihr noch Schlachtpläne, die nie umgesetzt wurden. Holt sie mal raus. Rebecca sagt, sie suchen nach den besten Tänzern der Welt. Das bedeutet, sie fühlt sich der Akademie nicht verpflichtet. Vielleicht, weil sie selbst nie aufgenommen wurde. Okay, um Rebecca kümmern wir uns noch. Halt jetzt den Mund und sieh hübsch aus. Eine Frechheit. Man sieht mal, ich unterstütze Jessica Mauboy. Das war so ein hartes Jahr. Das ist der erste richtige Erfolg für mich. Abigail? Wir kennen uns ja noch gar nicht. Wirklich unglaublich. Okay. Wir finden einen tollen Ersatz für Sie. Ich verstehe nicht. Vielleicht ein halbes Dutzend. Dann ist die Bühne voll. Aber ihr seid ein Duo.
Nein, 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 nein. Ich bin Solokünstler und Abigail steckt gerade in einer wichtigen Vortanzrunde. Ach, aber wir wollen euch. Zu zweit. Wie fühlt es sich an? Schon gut, aber das Solo ist so unkompliziert. Man muss nichts überwinden, um dahin zu kommen. Wohin denn? Ich nenne das meinen magischen Ort. Sie kennen doch sowas, wo alles auf einmal ganz leicht geht und das Licht dunkler wird und es gibt nur noch mich und die Musik. Tara, ich spreche aus Erfahrung. Auf diese Momente ist kein Verlass. Aber deshalb liebe ich das Tanzen. Das ist wunderbar. Du kannst es auch gern lieben, aber als Profi geht es darum, wie du an deinem schlechtesten Tag tanzt. Wenn es die 100. Aufführung ist und das Orchester zu schnell spielt, dein Kostüm verrutscht, dann kannst du nicht aufhören, dich an die Zuschauer wenden und sagen, sorry, keine Magie. Täuscht man es dann vor? Nein, man verlässt sich auf seine Vorbereitung. Dass man die Rolle völlig beherrscht und wirklich jeder Schritt seine Bedeutung hat. So läuft das unter Erwachsenen. Heißt das, dass du jetzt den Kopf frei hast? Wo bist du? Du bist Rettungsschwimmer? Ich mache die Ausbildung dafür. Nur weil du es nicht organisiert hast, ist das nicht falsch. Was ist mit deiner überzeugenden Rede über den Weg in die Kompanie? Willst du da wirklich rein oder war das nur so gesagt? Ja, ich bin mir zu 90% sicher, dass ich es will. Christian! Wenn ich es nicht schaffe, dann brauche ich Geld als Polster. Also, meine Schicht ist gleich zu Ende. Hilfst du mir bei meinen Rettungsübungen? Vielleicht brauchen wir Gesprächsbeschränkungen. Gefährliche Themen kommen in die Verbotszone. Wie deine Karriere und meine Erwartungen? Versuche nicht, mich zu erziehen. Und du ziehst dich nicht zurück, sondern sagst mir, was du denkst. Jetzt gerade? Willst du wissen, was ich denke? Irgendwie ein magischer Moment. Die soll kein Verlass sein. Laut Vertrag dürfen wir nur in der Economy Class reisen. Brauchen wir einen Agenten? Hör doch mal auf, das zu lesen. Jetzt geht es aber um uns. Wie gehen wir die Sache an? Also streng objektiv gesehen, die Tour ist nur ein Spatz in der Hand. Jeden Abend treten wir vor Tausenden von Leuten auf. Sowas zählt doch. Und die Kompanie ist total unsicher. Moment, Moment, das soll heißen... Die wären echt blöd, wenn wir das Angebot ausschlagen und Rebecca keinen von uns nimmt. Was ist? Nicht so wichtig. Ich wollte dir von meinem Solo erzählen, aber das setzen wir wohl auf die Verbotsliste. Ich werde unsicher und das geht nie gut okay, aus. Okay, das ist doch Blödsinn. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dir erzählen kann. Wir treten dauernd auf Minen. Können wir das wirklich schaffen? Regeln, damit wir uns nicht immer streiten? Hey, komm mal her. Denkst du auch manchmal, wenn es hätte sein sollen, dann... Hätte es schon lange geklappt? Ich meine, wir haben es doch schon versucht, schon mehrmals. Ich halte an den magischen Momenten fest und in der restlichen Zeit streiten wir uns. Verletzen uns? Ich weiß. Du denkst also, es ist... vorbei? Und du? Können wir nicht mal 5 Minuten zurückspulen? Was ist, wenn... Was?
Ich denke, ich werde nie jemanden lieben, so wie ich dich liebe. Ich fühle mich unwillkürlich beeinflusst von all den Liebesgeschichten in den Filmen, den Büchern und im Ballett. Da lernt man, wenn man genug leidet, wird am Ende alles gut. Ich glaube, ich höre auf. Was? Aber jede Kompanie der Welt nimmt sie doch sofort. Ich habe so satt, jeden Morgen mit Kaffee und Schmerzmitteln zu beginnen. Ich will mich nicht mehr so unter Druck setzen. Aber jetzt, Persephone. Erzähl uns die Geschichte mit jedem Schritt. Es heißt nicht umsonst Liebesgeschichte. Ich kann jetzt nicht mehr in einer verzauberten, erfundenen Welt leben. Ich muss mich jetzt dazu zwingen, dass die Wirklichkeit entscheidend ist. Mit der Liebe so umgehen wie mit meinem besten Tanzen. Mühelos, schmerzfrei und schlichtweg schön. Ich weiß auch nicht. Wenn es noch Sir Jeffrey mit seiner Liste wäre, würde ich sagen, wir nehmen die Tour. Aber Rebecca können wir gar nicht einschätzen. Okay, abgesehen von deinen Recherchen, was ist dein Bauchgefühl bei Rebecca? Ich denke... sie liebt das Ballett mehr als alles andere. Zahl? Wir setzen nur auf die Kompanie. Kopf, die Tour mit Mauboy. Mhm. Drei Versuche. Schön geordnet, bitte. Direkt weiter zum Notausgang. Komm, wir müssen raus. Ich verdiene es zwar nicht, aber wenn ich den Prinzen tanze, brauche ich ihre Hilfe. Na, komm mit. Persephone ist viel zu farblos. Finde ich nicht. Ich mache was Besonderes draus. Nein, du hältst dich an die Schonfrist. Und wenn dein Rücken wieder besser ist, studierst du das Solo ein, das ich ausgesucht habe. Nein, bitte. Das mache ich nicht, Miss Rain. Ich arbeite weiter mit Saskia. Ich lerne sehr viel von ihr. Viel Spaß beim Schulstreich, Leute. Katrina, Kara, Markov, hierher sofort! Unsere letzte Schlacht am Kai. Wir machen in 3 Wochen Examen. Also dann mal los, Tara Webster. Auf geht's. Was bisher so passiert ist. Sir Jeffrey hat eine Liste aller, die seinem Ideal entsprechen. Er legt sie schon im ersten Jahr an und revidiert sie bei Verletzungen oder körperlichen Veränderungen. Oh, das reicht, das reicht. Das geht schon. Meine Lehrer haben das dauernd mit mir gemacht. Ich habe eine der größten Persönlichkeiten unserer Kompanie zurückgewonnen. Ich habe es verursacht. Ich denke immer, wann hört das endlich auf? Ich möchte so gern von ihr befreit sein. This is my
Gegen Ende des Jahres spitzt sich alles zu. Ich glaube, jeder spürt das. Und Veränderungen lauern an allen Ecken. Ich finde, wir sollten zusammen sein. Ja, das habe ich auch verstanden, aber wieso? Du hast mal gesagt, dass ich mir überlegen soll, was ich auf lange Sicht will. Jetzt weiß ich es. Es gibt zwei Dinge. Ich möchte unbedingt in die Kompanie kommen. Und ich will mit dir zusammen sein. Christian, Tara, das müsst ihr euch ansehen. Ankündigung einer ihrer wahren Koryphäen. Überleg es dir. Nach 16 Jahren als künstlerischer Leiter des National Ballet und einem langen Leben am Theater ist für mich der Tag gekommen, um in Würde zurückzutreten. Wow. Neues Spiel, neues Glück. Ich weiß mein Vermächtnis in guten Händen bei der neuen künstlerischen Leiterin, meiner langjährigen Mitarbeiterin Rebecca Braithwaite. In diesem frühen Stadium hat sich die neue künstlerische Leiterin noch nicht über ihre zukünftige Konzeption geäußert. Jetzt wird es interessant. Manche Kritiker halten sie für zu jung und unerfahren für diese Berufung. In jedem Fall erwartet man einen starken Impuls der Erneuerung und eine Abkehr vom traditionellen Ballett. Eins steht fest, die Ballettkompanie steht vor einer turbulenten neuen Ära. Ich hab sie, ich bin's, Vanilla! Olli, Macbeth. Ben und Christian, ihr tanzt beide den Prinzen. Tara, du tanzt den Feuervogel. Ich vereinbare für dich einen Termin bei Dr. Wicks. Und Abigail? Verzeihung, wie können Sie unsere endgültigen Vortanzsoli verteilen, wenn wir gar nicht wissen, worauf Rebecca Wert legt? Du trägst nur ständig Wärmecreme auf und hoffst, dass sich wie durch ein Wunder alles bessert. Sie muss sich wirklich schonen. Kein Arabesken, kein Allegro. Aber in 3 Wochen ist das Vortanzen und es sind nur die Muskeln. Ich werde mir nicht schaden. Wie schön, dass ihr auch alle Medizin studiert. Solltest du auch nur etwas vernünftiger geworden sein seit dem letzten Jahr, dann höre jetzt auf Dr. Wicks. Oh, schon wieder. 1, 2, 3. Frag sie doch, ob Sir Jeffreys Liste Vergangenheit ist. Ich dachte, du wärst jetzt dringend an Kontakten interessiert. Ich hatte da eine sehr interessante. Es ist noch nie einer in die Kompanie aufgenommen worden mit einem Macbeth-Solo. Da liegt ein Fluch drauf. Welch ein Glück, dass ich noch eine andere Option habe. Gratuliere zum Feuervogel. Ist doch ein Favorit von dir. Du weißt doch, ich habe keinen Grund, dem wiedergeborenen Christian zu trauen. Gut gesagt. Du lässt so einen Satz raus, der alles Vergangene löschen soll und sagst, hey, denk mal drüber nach. Was soll ich denn davon halten? Du hast recht. Denk eher an dein Vortanzen. Und ich beweise dir, dass ich mich ändern kann. Sehr erfreulich, Mr. Reed. Komm mal nachher zu mir. Eine gute Übung, dritter Jahrgang. Euer Brandschutzwart gratuliert. Im Vergleich zu Sir Jeffrey, wie sind Ihre ästhetischen Vorstellungen? Mehr modern ausgerichtet, oder? Meine Vorstellungen sind einfach. Ich will die besten Tänzer der Welt. Egal, wo sie herkommen. Entschuldige mich. Lulu. In einigen Situationen ist Schnelligkeit wichtiger als die Form. 9 Bäckertänzer, ich grüße euch und danke, dass ihr mich nicht blamiert habt. Also, wir melden uns heute Abend wegen der Rückrufe und sorgt dafür, dass eure Handys nicht in den Kaffee fallen. Hey, ich wollte dir nur sagen, ich bin ein Riesenfan. Oh, danke. Mika ist super. Es ist keine Kunst, gut auszusehen in ihrer Choreo. Ich weiß, ich bin auch sehr aufgeregt. Sie macht auch meine Tour, aber eigentlich meine ich deine Musik. Meine Pilates-Playlist ist voll von den Titeln. Ich habe Jess den Link zu deiner Website gemailt. Zur Inspiration. Das ist ja irre. Ich meine, du bist Jessica Mauboy. Aber ich glaube, das weißt du selbst. Und heißt das, ich werde nochmal herbestellt? Als Backup-Tänzer? Da ist doch eher mehr drin.
Mit dem Ende des Jahres läuft auch dein Stipendium aus. Hast du schon daran gedacht, wovon du leben willst? Aber sicher. Ich möchte einen Vertrag kriegen bei der National Ballet Company. Schon davon gehört? Das hoffe ich für dich. Aber falls sich das nicht verwirklicht, das Vortanzen an anderen Orten ist sehr teuer, besonders wenn man dafür ins Ausland muss. Ja, sicher. Das weiß ich. Ich habe Förderungen gefunden, die für dich in Frage kommen. Die werde ich nicht brauchen. Ich suche mir einen Job. Ich hätte ohnehin schon arbeiten und was sparen sollen. Keiner hat vor, dich auf die Straße zu setzen. Das ist sehr nett, aber sie haben schon genug getan. 2 Glissade, Cabriol, Kraftsammeln, Explosion und... Du bist hinter der Musik, komm jetzt. Christian, mach weiter. Benjamin, ich habe ein...